Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Ich habe zwei Nächte drüber geschlafen, seit meinem großen Aufschrei in Sekiro. Und habe heute das Spiel erneut gestartet. Ich versuche mich nicht aufzuregen. Ich versuche das Ganze nochmal zu analysieren. Ich bin jetzt bei bald 20 Stunden Spielzeit. Und versuch's positiv zu sehen. Einfach mal gemütlich reingucken. Es gibt ein paar Sachen, die ich gerne tun würde. Und zwar haben wir, hieß es zu mir, ein Torhaus. Ich habe einen Schlüssel zu einem Torhaus gefunden. So, wo ist denn der? Wo ist dieser Schlüssel? Da, Torhausschlüssel. Der Schlüssel zu einem Samurai-Torhaus an der Ashina-Talsperre. Da bin ich gerade. Nicht weit vom Brunnen, in dem der Wolf war. Hier wird das kaputte Horn von Gyobu, dem Dämon von Ashina-Samurai, bewacht. Das Horn ist die Klinge des Speers, den Gyobu führt. Das heißt, kein anvisiertes Ziel entkommt Gyobus Horn. Es zieht Feinde heran und kann sogar feindliche Rüstung entfernen. Deswegen will ich es haben. Wegen dem Rüstung entfernen. Aber der Ashina-Samurai, ist das der Boy, der da unten in dem Brunnen drin steht? Die Frage im Chat, ob ich schon ganz oben in der Burg war. Ja, war ich. Bist du der Kumpel? Bist du der Ashina-Samurai, der das jetzt bewacht? Nee. Du bist doch ein anderer. Das ist aber die Nähe des Brunnens. Ist doch hier. Bist du ein Ashina-Samurai? Was hast denn du? Was ist mit dir? Jin Saimon. You too? Shinobi. Don't force yourself to speak. Right. I must follow. Follow the melody. I can. Ja, das weiß ich schon. Alles gut. Ja, ich würde halt gerne, aber der da unten, der klatscht mich halt. Gegen den bin ich beim letzten Mal hart, habe ich einen harten Rage Quit gemacht. Marius, Backseat Gaming ist insofern erlaubt, dass, wenn ich eine Spielmechanik nicht verstehe, ist es okay. Oder ich irgendwas überlese oder so. Ich probiere den jetzt einfach nochmal. Und ich werde in die Ecke und gedrückt und hart verprügelt. So, wow, cool. Ey, geil. Spaß. Und jetzt musste ich schon wieder was anderes drücken als B. Oh. Jetzt musste ich schon wieder irgendwas drücken, was nicht B ist. Aber ich habe keine Ahnung was. Weil ich nicht erkennen kann, genau was der Gegner eigentlich tut. Da war ich jetzt schon wieder zu eng in irgendeinem Raum und die Kamera hat rumgespackt. Wunderbar. Geil. Es macht schon wieder richtig Spaß. Es ist schon wieder richtig cool. Tolles Spiel, echt. Mega. Gut, also der ist auch nix. Wo ist dieses hässliche Torhaus? Aber, also ich hätte jetzt gedacht, dass ich durch diesen Brunnen durch muss, aber vielleicht ist es auch irgendwo anders. Nee, da hinten bin ich ja zu diesen Mönchen gekommen. Ist es dann da vorne? Ist es hier irgendwo? Ja. Nee, das ist Ashina Burg. Das ist ja nicht mehr Talsperre. Also vermute ich, es könnte auch da drüben sein. Moment.
Hier vielleicht? Bist du ein Torhaus? Du bist doch ein Torhaus. Du bist ein Haus neben einem Tor. Nee, hier komme ich nicht rein. So, das ist die Talsperre hier. Das Torhaus vielleicht das Haus da hinten? Das könnte natürlich noch sein. Weil das hier ist es, glaube ich, nicht. Oder da unten? Nee, das unten ist eine Höhle, das ist kein Torhaus. Was ich mir noch vorstellen könnte, dass es dieses Haus ist. Das hier vielleicht? Hoppla. Ah, das ist es. Okay. Guck mal an. Nice. So, und jetzt will ich das einbauen lassen. Genau. Das müsste ja jetzt, genau, geladener Speer. Ja, bitte. Einmal gucken, was ich jetzt hier freigeschaltet habe. Ermöglicht Stoßangriffe auf Distanz. Kleine Feinde, die vom Angriff getroffen werden, werden zum Träger hingezogen. Kann einfache Rüstung von Feinden entfernen. Energie im Federmechanismus zu speichern. Ermöglicht aufeinanderfolgende Stoßangriffe. Okay. Ja, ja, keuch du nur vor dich hin. Und jetzt, was hat mir bisher so am wenigsten gebracht? Das Gift. War irgendwie crappy. Geladener Speer. What the fuck? Ist ja ein riesiger Speer. Holy shit. Nicht rasten. Ich will reisen. Umland, Mauer, Tal unter der Brücke. Nee, was? Wo will ich hin? Nee, das ist falsch. Hier. Dahin. So, okay. Jetzt probiere ich nochmal, ob mir dieser Speer irgendwas bringt bei dem... Bei dem Typen da hinten. Der sieht mich immer noch, der Boy da oben, okay. 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 Auf was prügelt ihr da ein? Man weiß es nicht.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob dieser Speer gegen den Typen da oben was hilft. Den ich da gefunden habe. Sind die Boys noch irgendwie hinter mir her? Sehen die mich, wenn ich jetzt hier angreife? Der eine da unten. Der guckt so. Kannst du dich bitte umdrehen und in die andere Richtung laufen? Ich wäre dir sehr verbunden. Damit du dich hier nicht gleich in den Kampf einmischst. Du Nasenbär. Der bleibt jetzt da unten stehen und glotzt in meine Richtung, ne? Ja, natürlich. Egal, ich probier's. So, bringt mir dieses Ding irgendwas? Natürlich. Es ist so kacke. Ach, wunderbar beschissen. Ah, ist das doof. Jetzt kannst du dich bitte umdrehen da unten. Und mir nicht auf den Sack gehen. Ach, Junge. Von dir rede ich. Du sollst mir nicht auf den Sack gehen. Falsche Taste, das... Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, diese ständigen Tasten, die man hier drücken muss, ey. Nee, falsch. Schon wieder zu früh gedrückt, dann kann man zu früh... Man kann zu früh diesen Konter drücken. Es leuchtet rot auf und man kann zu früh diesen Konter drücken. Es ist... Oh. Es hat keine 14 Minuten gedauert. Keine 15 Minuten hat es gedauert. Dass ich es schon wieder dumm finde. Oh. Man muss Sekiro so spielen, wie die Entwickler es wollen. Ja, macht im Nachhinein Sinn, genau. Dann sollen sie es halt auch irgendwo hinschreiben, oder? Dass ich von Anfang an Bescheid weiß, an was ich bin. Dass ich von Anfang an weiß. Dann sollen sie mir da eine Info hinpacken und sagen, pass auf, drück nicht zu früh, sondern... Lass dir ruhig Zeit oder so. Ich reagiere halt schnell auf diesen Konter, um mir dann Zeit zu lassen. Es ist einfach, das entspricht allem, was ich bisher gelernt habe. Vor allem, weil das rote Zeichen so präsent ist. Ich weiß nicht, ob das nicht besser gewesen wäre, wenn sie es einfach weggelassen hätten.
dieses rote Zeichen. Weil ich mich dann selber auf den Angriff einstellen muss. Das rote Zeichen impliziert immer so, jetzt sofort drücken! Aber man kann überlegen, man kann auf seinen Charakter gucken, dann kann ich nochmal schauen, was der Gegner macht und ach, das ist alles. Ah, da muss ich jetzt hüpfen. Da muss ich ja jetzt hüpfen, weil das rote Zeichen, aber da ist das rote Zeichen so schnell, dass man nicht rechtzeitig drauf reagieren kann. Es ist einfach so. Ah. Ah. Ah ja, und zum Heilen muss ich weiter weg, aber das Spiel bestraft einen ja, wenn man ausweicht. Ich krieg echt zu viel. Dann hast du nicht nachgedacht, ob es... Ein Tipp zum Kampfsystem jederzeit. Ey, das ist ja Spielmechanik. Das ist Spielmechanik. Das ist... Ich meine... Wenn das Spiel einem die Spielmechanik nicht erklärt... Jetzt bin ich gespannt. Kann ich dem vielleicht mit der geladenen Axt irgendwie was machen? Wenn er diesen langen Schwungkonter macht? Wow, Marius. Ah. Ja, man merkt, dass du bei Sekiro nicht so viel am Start warst. So, und jetzt muss ich weglaufen, weil ich heilen will. Aber das soll ich ja nicht tun. Es ist einfach so. Ah. So, ich will heilen, jetzt muss ich aber weglaufen, aber das Spiel sagt, eigentlich soll ich das nicht tun. Ja, wunderbar. Es ist von vorne bis hinten rigged, die ganze Nummer, ey. Zu früh gedrückt wieder, ne? Ja.
Natürlich ist der erste Angriff einer, den ich nicht blocken kann. Genau, und dann passiert das, wenn ich zu viel block, ne? Wunderbar. Ey, aber ich soll ja nicht ausweichen, weil... es ist... Ey... Ah, die Leute, die mir immer versuchen, wie man das zu erklären, wie man dieses Spiel spielt, aber es hat auch nicht so funktioniert, wie es erklärt wird. Es ist einfach großartig. Langsam bin ich echt angefressen auch. Von diesem Fanboy-Getue. Es ist unfassbar. Shit. Mein Fehler. Bonobo, nope. Und hi, grüß dich. Ich habe sogar Ausweichen gedrückt gerade, aber das war jetzt wohl zu spät. Nein, nein, A drücken, verdammte Axt. Nee, 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 was war das denn jetzt? So, und jetzt habe ich, glaube ich, habe ich die Knallerbsen dabei. Wie rüste ich die aus? Hier, da. Probiere ich das einmal aus. So weit war ich jetzt noch nicht gekommen mit den Knallerbsen.
Nee, scheiße. Ah, ich kann nochmal aufstehen. Ja. Klar visiert er die weggehende Illusion visiert er an. Ah. Großartig. Gut gemacht, From Software. Die weggehende Illusion, nachdem ich das Ding gemacht habe, den Glipser, visiert er die weggehende Illusion an. Ah, köstlich. Peak. Peak Game Development hier an der Stelle. Wunderbar. Och, come on. Ich bin ausgewichen. Ich habe den Ausweichmove gemacht. Spiel. Ah, das wollte ich nicht. Scheiße. Ja, das ist jetzt gerade noch ein bisschen zum Üben. Ich werde hier sowieso nicht durchspielen, weil ich schon zu viel heilen musste. Also auf keinen Fall die Samen benutzen, denke ich. Das ist ein Kampf, der ist cool. Also bis auf natürlich, dass wieder Anvisieren eine Riesenschwäche ist von From Software Spielen. Die auch hier zum Tragen kommt. Ist das echt ein cooler Kampf, der Spaß macht. Ich habe ihn noch nicht geschafft, aber das ist okay. Ja, ich glaube, um weiterzukommen, muss ich jetzt halt wirklich... muss ich halt wirklich einen dieser Zwischenbosse zu besiegen. Ich glaube nicht, dass es noch irgendwo einen Bereich gibt, an dem ich woanders hingehen könnte. Marius, die finde ich cool, ja, der Kampf ist in Ordnung. Ach so, ja, ja, klar, ich habe ja noch eine andere Taste, die ich ab und zu drücken muss. Ach ja, genau, ich muss ja zwischendurch noch eine andere Taste drücken. Die andere Taste, bitte. Die andere Taste. Die andere Taste. Scheiße, Mann. Dass ich das nicht in den Kopf reinkrieg. Lass mich halt kurz saufen, oder? Ah, ich darf nicht saufen bei ihm.
Man darf nicht saufen bei ihm. Es ist so eine Arschloch-Scheiße hier. Bei jedem Gegner hat man Probleme zu saufen, ey. Und da gibt's auch kein Zeitfenster, das man sehen könnte oder so. Das nach einer Attacke, der länger braucht oder was. Also ich jedenfalls. Ja, und der, wenn man nicht perfekt blockt, kriegt man Schaden, ist auch sehr nervig. Nein, die andere Taste, verfluchte Kacke, ey. Das gibt's doch nicht, dass ich das nicht auf die Reihe krieg, hier einfach A zu drücken, Mann. Ich drück auch noch die verteidigende Taste. Marius, das behauptet jeder, das ändert aber nichts daran, dass das Spiel verdammt viele Probleme hat und Fehler hat und echt teilweise wirklich nicht gut ist. Es kann sein, dass wenn man irgendwann damit klarkommt, so dass man es ganz cool findet, das sage ich nicht, aber das Spiel hat Fehler und Schwierigkeiten, zu große Hitboxen und solche Sachen halt auch noch, die nichts damit zu tun haben, dass ich das nicht auf die Reihe krieg, sondern die tatsächlich einfach vom Spiel auch kacke sind. Das ist wie bei Dark Souls 2. Da willst du sowas nicht haben in so einem Spiel eigentlich. In so einem Spiel willst du sowas nicht. Hoppala. Nein, A drücken beim Roten. Die andere Taste. Diese riesige Grab-Hitbox von dem Ogre. Puh, ganz wild, ey. Ganz wilde Nummer. Ich hab schon wieder B gedrückt, weil Rot halt B drücken ist. Immer. In jedem fucking Spiel, ey. Das wurde mir so eingeprügelt, dass B rot ist. Ich drück halt auch noch. Das ist unglaublich. Ah, Marius, was ist Gott los? Meine Meinung zu dem Spiel. Tja. Der Ogre? Ja, okay. A drücken. Ach, fucking hell. Ach komm, ey. Nicht mal nach einem kritischen Treffer darf ich saufen. Ach, dumme Arschgeige, ey. Dummer Wichser, ey. Und dann drückt man die Verteidigungstaste rechtzeitig und kriegt trotzdem Schaden. Das ist auch immer geil. Das ist auch geil.
Nein, A drücken, Mann. Das sind so viele fucking Tasten, Mann. Ich bin zu alt für die Scheiße, ey. A drücken. Oh Gott. Zweimal habe ich nicht perfekt geblockt gerade und so viel Schaden gekriegt, ne? Es ist unfassbar. Ich drücke halt rechtzeitig. Ah, jetzt habe ich tatsächlich... Ich habe schon wieder gedrückt. Ah, warum? Ist er plötzlich in der zweiten Phase ein bisschen schneller oder was soll das? Nein, A drücken. Oh Gott. Zwei Treffer killen einen komplett. Wenn es wenigstens ein bisschen Spielraum gäbe, ne? Aber zwei aufeinanderfolgende Treffer sind der Tod. Ey, das gibt's nicht. Scheiße. Na bitte, geht doch. Endlich diesen Boy gekillt, ey. Ah. Gib mir, was auch immer du für mich hast. Aalleber. Den Schaden durch Blitzangriffe. Okay. Ach, endlich diesen Typen weggemacht. Kann ich hier hoch? Was? Wo geht's hier weiter? Warum bin ich jetzt hier hoch? Den hätte ich gar nicht killen müssen, oder was? Achso, warte, hier ist noch. Lesen. Einst lauerten Geister in den Ländern Aschinas. Ihre Blitze stammten von den Göttern des Urquells. Normale Mittel hielten sie nicht auf. Halt dich vom Boden fern und kehre die Blitze um. Was? Oh, jetzt geht schon wieder los. Ah, seltsame Texte, Blitzumkehr, oh nein, es geht wirklich los. Oh, Beschreibungstexte in Sekiro. Also, fangen wir mal an. Der Blitz fährt durch jene, die auf dem Boden stehen und macht Bewegung unmöglich. Okay. Wer in der Luft ist, kann den Blitz abwehren und stattdessen auf einen Feind lenken. Bei Blitztreffern in der Luft aufladen. Vor der Landung Blitzumkehr. Wait, bei Blitztreffern in der Luft aufladen. LB, wie aufladen? Also einmal drücken, dann wird's aufgeladen und vor der Landung RB. Gott, noch eine Tastenkombination. Geil. Ich bin sowas von zu alt für diesen Scheiß. Wer pfeift?
Du pfeifst. How is Grandfather? Lord Ishinus. It's a wonder he is still with us. A miracle. Is that so? Divine Heir, I'll ask you once more. Accept me into your immortal oath. I cannot do that, Lord Genichiro. Your victory that day means nothing. He will risk his life to take me home. For he is my shinobi. Here we go. End boss. My lord, I have come for you. Also nicht Endboss, aber Boss, richtiger Boss. Story Boss. We'll only take a moment. Let's see. For as long as you are alive, the dragon's blood can never be mine. Face me. Shinobi, I didn't think I'd see you again. Nein, springen. Springen und da dann doch wieder ausweichen. Lol. Und das ist ein Stoßangriff, da muss ich wieder B drücken. Es ist... Oh Gott, es wird der Horror. Es wird der absolute Horror. Diesen Boy zu bekämpfen. Ach ja, okay. Many times as it takes. Ach so, nach dem Sprung kommt ein Stich, mit dem ich mir unendlich viel Zeit lassen kann. Bei dem Kollegen hast du abgebrochen. Wenn es mir nicht um die Challenge ginge, dass ich alle From Software Bosse besiege dieses Jahr, die Challenge ist immer noch offen und besteht. Face me. Hätte ich wahrscheinlich bereits beim Trinker abgebrochen. Dann hätte ich bereits beim Trinker abgebrochen. Höchstwahrscheinlich. Ach scheiße. Man denkt halt, man hat einen Moment Zeit hier an der Stelle, aber man hat sie nicht. Thank you.
Warum will ich hier angreifen? Weil mein Gefühl mir das eingebläut hat über das letzte halbe Jahr. Weil mein Gefühl mir eingebläut hat, wenn der Gegner einen kurzen Moment hat, in dem er ruhig ist, greif ihn an. Ich habe so viel Souls-Likes gespielt, dass dieses schwere Assassin's Creed einfach nicht in meinen Kopf reingehen will. Okay, ich dachte, vielleicht kann ich was mit dem Speer gegen ihn ausrichten. Irgendwo muss es noch einen Boss geben, mit dem ich wo ich den Speer benutzen kann gegen irgendwas, gegen die Rüstung. Irgendwer hat gesagt, irgendwer hat einem eine Rüstung angelegt, die ich gegen den benutzen könnte. Gegen die ich den Speer benutzen könnte, so. Jetzt habe ich einen korrekten Satz gebildet. Eigentlich sollte ich hier auf ihn zu B drücken. Ja, ey, hallo? Also es ist immer so geil, ne? Wenn man die richtige Taste drückt, aber das Spiel einfach ist nicht registriert, ist auch immer super. Wenn das Spiel die Taste nicht registriert, da hat man auch immer großen Spaß. Genau zweimal musst du mich töten und das geht sogar relativ zügig tatsächlich, Kumpel. Das Problem hier ist wieder, ich muss zu lange auf den Scheiß warten. Ich muss zu lange auf seinen Scheißangriff warten. Da weiche ich lieber nach hinten aus. Aber der Kampf scheint okay zu sein. Der ist nicht ganz so assi wie manche andere Kämpfe. Wie der in dem kleinen Raum da unten. In dem viel zu kleinen Raum. Muss ich halt ein bisschen lernen. Ich glaube, hüpfen muss ich bei ihm nicht, ne? Oder? Muss ich hier bei ihm bei irgendeinem Angriff hüpfen? Ich glaube nicht. Ich kann alles mit B machen. Shinobi. Ich glaube, ich kann alles mit B machen bei ihm.
Ach Junge, ey. Habe ich irgendwas Cooles gegen den? Habe ich irgendwas Cooles anderes gegen den? Das Feuer vielleicht? Weiß ich nicht. Ich glaube, weiß nicht, vielleicht die Sterne oder so? Schwer zu sagen. Die Wurfsterne? Weil die Axt braucht viel zu lange, bis die zuhaut, ne? Das Feuer dauert auch ewig für den Charge. Das Einzige, was zügig geht, sind die Wurfsterne oder das Gift. Wait. Wieso ist das nicht ausgewählt? Lol. Das muss ich extra auswählen, dass ich die bessere Axt haben will. Ihr wollt mich doch verarschen. Das geht auch schneller, oder? Nee. Hä? Okay, keine Ahnung. Aber ich muss auswählen, dass ich die bessere drin haben will. Wahrscheinlich kostet die mehr Punkte zum Aktivieren oder sowas. Sonst würde das keinen Sinn machen, dass ich die auswählen muss. Hoppla. Face me, Shinobi. I didn't think that would be you again. Scheiße. Jetzt habe ich es diesmal versucht, mit einem Mikiri-Konter zu regeln. Geh weg, ich will heilen. Hör auf, bitte. Ach, und dann darf ich nicht heilen. Ja, natürlich darf ich nicht heilen, weil du halt mit dem Bogen jetzt anfängst rumzuballern, ey. Das. Ja, Steve, hier gibt's hauptsächlich schlechtes Gameplay zu sehen. Aber schön, dass du mal am Start bist, ey. Grüß dich. Vor allem siehst du hier einen sehr frustrierten Tassilo über dieses Spiel. Ich bin sehr, sehr enttäuscht. Face me, Shinobi. I don't think Ach Scheiße, ich hab's schon wieder getan. Ich bin halt durch meine ersten 20 Stunden habe ich ein Mindset in diesem Spiel, dass es knallt, ey. Ich finde das Spiel einfach, die ersten 20 Stunden des Spiels waren so schlecht bisher. Außer ein paar wenige Lichtblicke. Ein paar ganz wenige Lichtblicke, die da durchgeschienen sind, dass ich jetzt einfach solche Probleme habt, das Gute zu sehen. Oder das Gute zu finden. So ein Scheiß, ey. The glory of Ashina.
Es hat echt richtig coole Momente, das Spiel, aber der meiste Teil ist halt gegen irgendwelche wilden Bosse zu kämpfen, gerade in den ersten Stunden halt wirklich. Jeder Zwischenboss führt eine neue seltsame Mechanik ein, die ein bisschen assi ist. Und das macht's wirklich schwer, dann da rauszukommen. Scheiße, da muss ich ja nochmal ausweichen. Dann drückt man rechtzeitig diese Taste und es zählt nicht. Ach, ist das. Das ist doch ein Stich. Warum macht er an der Stelle keinen Mikiri-Konter, um ihn... auf sein Schwert zu stehen? Das ist doch ein Stich, den er da macht. Und jetzt habe ich schon zweimal im richtigen Moment gedrückt und ich mache trotzdem ein Ausweichen. Das verstehe ich nicht. Er müsste das doch eigentlich anders machen. Da macht er's, okay. Da nicht. Das ist ein Stich, er müsste eigentlich den Mikiri-Konter machen. Ich habe in keine Richtung gedrückt. Das ist dann auch schon wieder so ein Ding. Er macht einen Stich auf mich zu, mir wurde erzählt, Stiche sind Mikiri-Konter und jetzt funktioniert's nicht. Ach ja. Ich weiß echt nicht, wie ich mein Mindset hier rauskriegen soll aus dem, weil es immer wieder passiert. Bei jedem Boss war irgendwas. Sogar bei der alten, die ich cool fand, war jetzt im Nachhinein, hat sich rausgestellt, dass die verscheuchten Illusionen anvisiert werden. Ah, es ist einfach... Das ist schon hart, ey. Gedrückt, aber weil es Aufstehen einfach 10 Jahre braucht, kriege ich den Schaden. Mist. Eigener Fehler. The power of the dragon's blood. That will kill you as many times as it takes. Nee, ich hab doch... Jetzt hab ich auch schon wieder die Taste gedrückt, ne? Das ist sogar sehr früh eigentlich. Auch wieder zu früh wahrscheinlich. Und dann konnte er mich greifen, weil, ja. Face me. Shinobi, I didn't think I'd see you again. Thank you.
Also das, diesmal habe ich wirklich rechtzeitig gedrückt, um den Pfeil eigentlich abzuwehren. Das war jetzt sehr, sehr seltsam an der Stelle. Ich dachte die ganze Zeit, okay, vielleicht war ich ja doch irgendwie zu spät dran oder so. Aber... jetzt hat's geklappt, okay. Später gedrückt, mehr Zeit gelassen. Jetzt ist er wieder vorbeigerannt. Ich habe mir sogar Zeit gelassen, weil ich ja wusste, dass es kommt. Nein, scheiße. Ach. Ärgerlich. Da muss man viel früher drücken. Julius, grüß dich, hi. Hilfe! So, jetzt habe ich wahrscheinlich keine Zeit zum Saufen, oder? Doch. Scheiße. Zu weit weg gewesen. Nee, B. Ah, ich habe noch B gedrückt. Eigentlich rechtzeitig. Nicht in japanischer Sprachausgabe. Wir haben es wegen einem Gegner... haben wir es mal umgestellt, um den zu hören. Nee, das war jetzt mein Fehler. Das war dumm, weil ich am Reden bin. Weil ich am Reden bin! Wegen einem Gegner, wegen dem Reiter, haben wir es umgestellt, weil der viel auf Englisch viel geiler rumschreit. Ich muss aber sagen, damit ich auch die Story mitkriege und so, finde ich es auf Englisch ganz okay. Weil jedes Mal mitlesen und dann brabbeln die irgendein wirres Zeug auf Japanisch nebenzu, das einen ablenkt, das fand ich immer ganz schwierig. Und wenn Englisch mit deutschem Untertitel, dann, wenn mal ein Wort fehlt, gucke ich mal runter, aber ansonsten höre ich denen auch zu. Und es ist auch schöner, während dem Kampf zu verstehen, was er sagt. Deswegen lasse ich es auf jeden Fall auf Englisch. Mist. Ich hab's schon wieder... Warum bin ich da zu spät dran? Oh, ärgerlich. Oh. Ach komm. Du Bazi, du. Oh, und jetzt ist so ein halben Meter zu weit weg. Ja, okay. Oder ein 20 Zentimeter. 20 Zentimeter zu weit weg gewesen, der Kumpel. Verdammt.
Sag mal, was ist denn das eigentlich für ein Witz hier? Warum sagt er die ganze Zeit The Power of the Dragon's Blood? Der steht doch auch ein zweites Mal auf. Nachdem ich ihm einen Todesstoß verpasst habe. Er hat's doch auch. Der Bazi. Ich habe wieder kurz gewartet und wieder B gedrückt, aber es hat schon wieder nicht gezählt. Weil das Timing da ja irgendwie seltsam ist. Immer bei jedem Gegner irgendwie ein bisschen anders. Sehr nervig. Ah, aber da kickt halt auch schon wieder der Ehrgeiz, ne? Weil den Kampf insgesamt finde ich cool. Außer die eine kleine Macke. Mit dem Nikiri-Konter, der hier schon wieder äußerst seltsam ist. Zeval, grüß dich, hi. Der Kampf ist cool, der macht Spaß. So wie gegen die andere Alte. Aber, wie gesagt, man hat einfach in jedem Kampf... Ach, come on! Irgendwas ist bei jedem Gegner kacke. Naja, pass, siehst du das nicht? Pass auf, er macht's bestimmt nochmal. So, ich weich aus, jetzt drück ich. Mikiri-Konter hätte kommen müssen. Kam aber nicht. Sondern er ist ausgewichen. Weil das war ein Stoßangriff von ihm. Da muss normalerweise ein Mikiri-Konter ausgeführt werden. Vom Spiel. Auch an der Stelle, ich habe B gedrückt, relativ rechtzeitig. Klar habe ich in eine Richtung gedrückt, aber dass das noch ausschlaggebend ist, finde ich doof. Finde ich ziemlich uncool. Dass die Richtung, in die ich drücke, ausschlaggebend ist, ob er den Mikiri-Konter macht oder nicht. Ich meine, ich habe die richtige Taste im richtigen Moment gedrückt. Ja, das will das Spiel halt so, ist doof. Aber vorhin, also wenn ich bei dem Move hier, zack. Wenn er da dann den roten Angriff macht, danach, dann passiert es immer wieder, dass ich ohne Richtungsdrücken trotzdem einfach einen Ausweichmove mache. Und das finde ich doof. Und seltsam. Dann präzise. Ach ja, du bist nicht der Einzige, der das behauptet. Ich erinnere nur mal eben an den Ogre mit der gigantischen Hitbox, der Grab-Hitbox. So präzise, dass der Gegner oder ich mich teleportieren muss, damit das Ganze trifft. Und damit das richtig ausgeführt wird. Jetzt hat es funktioniert, obwohl ich auch wieder neben ihm stand. Also der ist einfach manchmal seltsam, der Mikiri-Konter. Der funktioniert nicht immer gleich. So wie man es erwarten würde. Das ist immer schade hier, aber da bin ich gierig nach Heilung.
Das ist mein Fehler, dass ich hier versucht habe, zweimal zu saufen. Scheiße. Mist, zu viel gewollt. Oh, das wird eng. Scheiße. Zu viel Damage machen wollen. Nein. Warum das auch immer ein Treffer war an der Stelle. Nein, oh. Scheiße, ich wollte schon wieder zu viel. Nein! Jetzt hat's mich. Ich wollte nur eine Stunde machen. Jetzt hat's mich schon wieder so gepackt, ne? Dass ich diesen Boy platt mache. Dass ich es auf jeden Fall nochmal probieren will. Wie gesagt, das ist einer der wenigen coolen Kämpfe, die ich bisher gefunden habe. Shinobi. Hier macht das richtig Bock. Außer natürlich der seltsame Mikiri-Konter. Der hier manchmal richtig tut und manchmal nicht. Wie viel ich wieder wollte, ne? Wie viel Damage ich hier wieder wollte. Oh. Mein Fehler, nicht B gedrückt. Ja, ich meine, wenn er von oben runter sticht und ich dann neben ihn gehe und dann B drück, normalerweise zoomen die Gegner ja auch immer ihre Waffen voll in meine Richtung. Und da auf einmal nicht? Face me. Seltsam. Scheiße. Genau, da, also er zoomt halt um die Ecke auf mich zu, aber für einen Mikiri-Konter ist es nicht ausreichend. Ach, die Nummer, ja, wenn er so lange tut, ne? Wenn er so lange rummacht.
Ja, witzigerweise, das ist echt krass, dass diese Minibosse mich richtig hart triggern und ich die richtig kacke finde. Aber die großen Bosse, die sind geil, die machen Spaß. Face me. Aber alle bisher. Da, er zoomt voll auf mich zu, ne? Eigentlich müsste es ein Mikiri-Konter geben. Jetzt habe ich B gedrückt, sogar zweimal. Ach, warum saufe ich denn zweimal, ich Depp? Rechtzeitig B gedrückt. Mir war es egal, ob ich vorbeigehe oder er mich trifft, aber er trifft mich halt dann auch noch. Schon wieder seltsamer Mikiri-Konter, der nicht richtig funktioniert hat. Da hat es jetzt funktioniert. Also wie gesagt, bis auf den seltsamen Mikiri-Konter, cooler Kampf. Ich sag's nur gerade so häufig und zeig's immer wieder auf, weil behauptet wird, dass es nicht so sei. Und es ist halt leider so. Und ich will euch Beispiele dafür zeigen. Jetzt habe ich B gedrückt, aber ich hatte vorher auch geschlagen, also. Ach, Scheiße. Mist. The glory of Ashina. Ich benenne es halt jedes Mal, wenn es vorkommt, weil immer wieder behauptet wird, dass es nicht so sei und. Ja. Ich weiß, das vielleicht geht dem einen oder anderen vielleicht auf den Sack, aber mir geht's halt auf den Sack, dass Probleme, die in diesem Spiel existieren, runtergeredet werden. Face me. Und so getan wird, als wären sie nicht vorhanden. Obwohl sie da sind. Mist. Absolut mein Fehler gerade. Okay. War vielleicht ein bisschen lucky gerade. Mist. Und da hat mich die Klinge getroffen, obwohl ich so viel zu präzise, ne? Hitbox war da gerade wieder wunderbar. Er ist an mir vorbeigecharged und hat getroffen. Mag ich ja besonders gern, wenn das passiert. Scheiße. Niklas, grüß dich, hi. Ja, ich sollte halt nicht in den Chat gucken im Bosskampf, ne? Aua! Hören Sie bitte auf!
mein Herr. Nein, was tue ich denn? Ah, das war so dumm. Zu viel Schaden gewollt gerade an ihn. Mist. Und jetzt war ich gerade das Reh, das in die Scheinwerfer schaut. Oh, ich habe ja noch. Nice. Ah, ich hab schon wieder zu früh gedrückt, ne? Seltsamer Mikiri-Konter, Alter. Kamera hat auch reingeschissen. Naja, das ist mittlerweile... Das ist nur eine Kleinigkeit in diesem großen Pott an Zeug, das in diesem Spiel passiert. Merlin, grüß dich. Hi. Es muss halt irgendwann so sein wie in Dark Souls, dass es mir egal ist. Irgendwann ist es mir egal. Oder beziehungsweise nicht... Ja, doch egal, kann man sagen, glaube ich. Ah, ich sollte aufhören zu reden, wenn ich in einem Bosskampf bin, ne? Da wollte ich... Ah ja, das dachte ich mir schon, dass das in die Hose geht. Oh, mies. Oh, dass er den jetzt auspackt, ey. Wenn ich so nah dran bin. Oh! Miese Ratte, du! Nein, dumm. Dumm von mir. Nein. Oh. Ich habe sogar wieder rechtzeitig gedrückt, ne? Den Mikiri-Konter, der dann nicht ausgeführt wird, weil ich in eine Richtung drücke, leider. Da, finde ich, hätten sie die Richtungstasten ruhig entkoppeln können für die Animation an der Stelle. Die Betonung liegt auf auch. Auf auch was? Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Den Schwinger, da war kein Schwinger. Er sticht zweimal zu. Er macht keinen Schwinger. Ich habe beide schon mit Mikiri-Konter das Schwert runtergedrückt. Es funktioniert bei beiden Angriffen. Ich habe noch keinen Angriff gehabt, bei dem Mikiri nicht funktioniert hat bei ihm. Oder halt ausweichen. Face me, Shinobi. I didn't think that. Vielleicht ist es ein seltener Angriff, den ich noch nicht gesehen habe. Das kann sein. Aber den hier, das ist ein Stich, da macht er Mikiri. Normalerweise. Oh.
Oder er rennt an ihm vorbei, auch wenn ich keine Taste drücke und eigentlich vor ihm stehe. Das ist ein Stich, der geht auch mit Kiri-Konter. Also... Wieder die rechte Taste, die richtige gedrückt, aber das Spiel, ja, war zu schnell. Wieder die richtige Taste gedrückt. Das ist kein Schwinger hier. Da geht der Mikiri-Konter. Wie gesagt, schon mehrfach gemacht. Aber ich drücke einfach zu früh. Das ist ein bisschen ärgerlich halt einfach, ne? Ach, scheiße. The power of the dragon's blood. Ah, komm! Ich hab gedrückt, ey. Aber ich war in einem Stun. Scheiße. Verkackt. Oh, das war knapp, oder? Das war richtig knapp. Ich hätte ihn fast gehabt. Nice. Ah, komm, den kriege ich jetzt. Ich bin schon lange drüber mit der Aufnahme. Ich bin schon lange drüber. Aber den kriege ich. Ich muss halt die Bosse, bei denen man A drücken muss, weil ich krieg das nicht in meinen Kopf rein, dass ich hier A drücken soll. Bei denen man springen muss, die muss ich irgendwie anders besiegen. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie wird's funktionieren. Ach ja. Also nur um das nochmal festzuhalten, da hätte auch ein Kiri-Konter funktioniert bei dem Angriff. Diesmal habe ich ihn nicht gedrückt. Ich stand aber eigentlich auch nicht in seiner Hitbox. Hier laufe ich jetzt an ihm vorbei, obwohl er super auf mich zucharged. Also das ist alles andere als präzise. Ach, warum saufe ich denn zweimal? Ich bin so ein Depp, ne? Und jetzt habe ich einen Trank zu wenig. Shit. Ja, da kann ich auch. Das ist jetzt einfach nur noch Übung ein bisschen, weil das wird nicht klappen. Dieses scheiß Hochhüpfen mit dem Bogen. Das kriegt mich immer wieder. Und ich laufe schon wieder rein. Ich habe halt so Bock, den zu besiegen. Der Kampf ist so cool. Face me, Shinobi. I didn't think I'd... Ja.
Nein, ach Mist, jetzt bin ich mit der Hand nicht rangekommen. Gerade an den... jetzt bin ich an die B-Taste nicht rangekommen. Julius hat auch schon funktioniert. So halb von der Seite. Das ging auch schon mal durch. Es ist einfach nicht so richtig präzise, die ganze Nummer. Okay, da hätte ich jetzt eigentlich keinen Treffer kassieren dürfen. Weil ich ja am... eigentlich, ja, das war seine Hitbox, war da sehr, sehr schlecht, die vom Schwert. Julius, ich weiß halt das, was ich sehe. Und das, was passiert im Spiel, ne? Ich sehe, wie Dinge nicht funktionieren und wie sie funktionieren. Und das ist halt eine Sache, Julius, die schon Leute versucht haben, mir zu erklären. Und es ist halt einfach nicht, es funktioniert halt einfach nicht so. Ah ja, da war die Richtungseingabe. Habe ich auch. Ich habe gemerkt, dass ich aufhören muss, den Stick in die Richtung zu drücken. Hab auch aufgehört, aber da hat er noch den die Richtung noch drin gehabt gerade. Scheiße, der hat schon wieder die Richtung drin gehabt beim Drücken. Oh nee, 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 was? Och man, jetzt muss der kommen, echt? Ach, Kacke. The glory of Arsina. Alles. Nee, ja, zum Beispiel, was so ein bisschen geholfen hat, ist, dass ich zu früh drücke. Ich darf nicht so schnell drücken, zum Beispiel. Da habe ich nicht verstanden, woher es kommt. Face me, Shinobi. I don't think I see you again. Da habe ich jetzt auch gerade nicht verstanden, warum... Manchmal klappt er, manchmal nicht. Ich habe ihn diesmal in keine Richtung gedrückt, habe B gedrückt, ich stand vor ihm. Und da mein Charakter meinte, er müsste ausweichen und keinen Mikiri-Konter machen, habe ich den vollen Schaden seines Angriffs kassiert. Sehen Sie selbst, bitte. Ich habe keine Lust mehr, dass dieses Spiel in einer Art und Weise verteidigt wird, die halt einfach nicht stimmt. Ich... tue das. Ich tue genau das. Auf einmal springt er nach vorne, weil wenn ich nur B drücke, ohne was zu tun, geht er nach vorne einen Schritt. Das ist, hier unten ist die B-Taste drauf. Ich kann auch hier oben drücken. Und zu früh gedodged. Da ist das nächste Problem. So viel zu früh kann es gar nicht gewesen sein. Weil das rote Zeichen ja zu sehen war. Face me, Shinobi. I don't think that's what you get. Thank you.
Ach so, ja, nee, jetzt bin ich unaufmerksam. Ich denke gerade darüber nach, die Dodge-Animation muss in die Klinge reingehen. Ah ja, das hatte ich auch schon mal bemerkt, dass das auch ein Problem ist beim perfekten Konter tatsächlich. Wenn man den Mikiri versucht, perfekt zu kontern, ist die Hitbox für den perfekten Konter in der Klinge und nicht an der Spitze der Klinge, was auch total verwirrend ist. Hat man bei dem Speer, bei diesem einen Speerdude, hat man es relativ deutlich gesehen, wann der Hit ankam bei mir. Das heißt, da hätte ich den perfekten Konter machen müssen. Da sieht man so ein Licht aufblitzen, wann der Treffer einschlägt. Und minimal davor halt wahrscheinlich drücken. Und ich habe aber gedrückt, als die Spitze des Speers an meiner Klinge war, und das war aber zu früh. Das ist ein bisschen schade. Das ist nämlich nicht intuitiv. Ach ja. Ich finde das überhaupt nicht intuitiv und ein bisschen dumm, dass ich hier später drücken muss. Aber genug davon, der Rest vom Kampf ist echt cool. Ich habe wirklich eigentlich Spaß hierbei. Aber umso länger wir darüber diskutieren, ob der Mikiri-Konter jetzt kacke ist oder nicht, an der Stelle. Weil ich finde ihn nämlich an der Stelle einfach kacke. Ah, das war der Grab, scheiße. Dem bin ich bisher normal ausgewichen. Jetzt wollte ich gerade reinlaufen. Auch inkonsistent teilweise. Normal wurde ich bei so einem Move immer, wurde ich dann auch mal getroffen vom Schwert. Jetzt wurde ich gerade nicht getroffen. Keine Ahnung warum. Ach Mist, das war falsch. Dann, ja, dieses Vorbei, an ihm vorbei an der Seite. Manchmal werde ich da getroffen, obwohl seine Klinge an meinem Körper vorbeigeht. Aber das ist das mit den Hitboxen halt. Wie gesagt, umso mehr wir diskutieren darüber, umso schlimmer wird's. Face me, Shinobi. Schade. Ach, come on, Mann. So ein, dieser dumme Move, ey. The power of the dragon's blood. That will kill you as many times as it takes. Scheiße. Ja, Aki hat schon wieder einen Hit gekriegt, obwohl er an mir vorbeigezischt ist. Bisschen schade an der Stelle. The glory of Ashina. Ich meine, wenn ihr diese Momente, wenn ich jetzt hier sage, er ist an mir vorbeigezischt und ich krieg trotzdem den Schaden, hey, du kannst das gerne rausklippen und wir gucken mal nachher in Slow Motion. Wobei, brauchst du gar nicht. Das war bei Minute 1 Stunde 43. Das ist jetzt der letzte Versuch, Leute. Für YouTube auch. 1:43. Und dann schauen wir mal. Gucken uns das mal Frame by Frame an. Ob das Mist ist, den ich dann sehe, oder? Ey, okay. So viel zum letzten Versuch. Vielleicht bin ich auch einfach dumm, mal wieder. Dann bin ich ja offen für.
wenn es an mir liegt. Alle 100 Mal anschauen, die ich davor auch schon dem Spiel die Schuld gegeben habe. Naja, die Momente, vielleicht sind ein, zwei dabei, wo ich zu spät gedrückt habe oder sowas, aber... Nein. Nein. Ich will keine 2-Stunden-Aufnahme machen und vor allem nicht die ganze Zeit vom selben Gegner. Leute auf YouTube. Ich habe schon wieder viel gemotzt, ich weiß. Aber das Spiel ist selber schuld an der Stimmung. Ach, ich danke euch fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.